Shake a tail, buddy! Kuon Village, here we come! What? Hmm? Why are you playing around here? Oh, I get it! This is your first time seeing snow! See, the trick to keeping your footing is... Well, it's a... to not do that. So, yeah, stay on your paws, okay? Is now really the time to play around? Oh, ein Naviru-Schneemann ist doch nicht verkehrt. Let's get back on track! Oh, Rata ist ziemlich kalt. Is something wrong? Oder Gefahr ist im Verzug. The village is right up ahead. Huh? What's that? Vulkanausbruch im Schnee? Look at that. Oh nee. Das rote Licht der Zerstörung. So it's happening here too. Hey, Zamtrios! Wie geht's? Yikes, it's a Zamtrios! Looks like this one's gone berserk too. You ready, buddy? Ich habe erst vor kurzem ja gegen ihn gekämpft, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht. Zudem führt daran jetzt kein Weg vorbei. Es gibt also auch hier draußen Zorn. Zorn ist verstrahlte Monster. Daneben Licht des Zorns. Es liegt jetzt an uns, Kumpel. Zeigt uns, die Tatzen schmutzig zu machen, um den Kampf aufzunehmen. Right on. Ich bin mir aber jetzt wirklich nicht so ganz sicher. Warte, ich muss erst mal kurz wieder nachgucken. Ah, zuerst Technik. Vielleicht nicht die beste Idee, den Lurchking hierher zu holen. Aber ein bisschen Kraft muss jetzt hier sein. Waffentausch erfolgreich. Aquaschuss einsetzen. Verdammt nochmal. Er wechselt jetzt rüber zu Geschwindigkeit. Okay, er wechselt rüber zu Geschwindigkeit. Das bedeutet, wir brauchen jetzt Technik. Wir verlieren aber immer noch zu viele Lebenspunkte. Okay, jetzt ist er wieder normal. Er ist normal, normal, normal. Was bräuchten wir? Ah, jetzt brauchen wir wieder Kraft. Sei gewappnet. Ja, boostet sich wieder auf und jetzt geht es wieder rüber auf Geschwindigkeit.
nein, es war nicht Geschwindigkeit, es war Stärke. Jetzt wirklich ein leidiges Thema. Er geht jetzt auf geschwindig. Nein, er geht eher sogar auf Angriff. Okay, ich hoffe, dass Black ebenfalls jetzt auf Initiativangriff geht. Gut. Oh, eisiges Gas? Oh nein. Was ist jetzt los? Oh! Hey, geht's dir gut? Ayulia! Was zum Ayulia? Was machst du denn hier? Erkläre ich euch später. Behalt das Monster im Auge. Puh, leichter gesagt als getan. Ich bin ja sag hier am Limit. Warte, und jetzt geht es so eigentlich wieder auf Technik, oder? Hättest du mir das Ganze mal früher sagen können? Okay, wir haben auf jeden Fall... Oh nein, Black hat's umgeworfen. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Oh, das gibt's nicht. I'm sorry, I couldn't do more. Ja, so sollte es wirklich nicht enden. Haben wir jetzt sogar auch die gesammelten Eier verloren? Nein, wir haben noch alles, aber es ist uns... aber ich weiß jetzt nicht, ob unser Level jetzt daran dadurch gelitten ist. Okay, zuerst setzt er Technik ein, also brauchen wir Kraft. Ja, das ist wirklich ziemlich blöd gelaufen. Wir haben ein bisschen zu viel... bisschen zu viel Zeit verloren im Kampf gegen den Monsterbauten. Also gut, versuchen wir nochmal unser Bestes. Wir überspringen das Ganze einfach mal. Dieses Mal wird dann auch Ayulias Angriff auch gut zur Geltung kommen. Aber das Blöde dabei ist jetzt wirklich, dass ich nicht darauf geachtet habe, ob wir schon ein paar Level weiter waren als das, was wir jetzt hier haben. Das ist jetzt ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein Level weiter waren oder nicht. Die ganzen Materialien hier sind ja immer noch die gleichen. Abgesehen davon... dass wir jetzt hier mehr goldene Monsterbauten hatten. Okay, können wir das Ganze jetzt überspringen? Hallo? Okay.
Naviru ist der Gegner. Samtrios ist der Gegner. Okay, okay, okay. Er ist auf Technik spezialisiert? Ja, er ist eigentlich auf Technik spezialisiert. Ja, ich glaube, an der Stelle wäre es doch besser, Rata einzusetzen. Okay, bis jetzt läuft ja nun wirklich alles genauso wie geplant. Als nächstes ging er ja, glaube ich, auf Geschwindigkeit. Okay, er versucht sie jetzt mit seinem Eismantel zu schützen. Aber bist du bescheuert? Okay, das ist jetzt richtiger. Aber wir konnten leider keine Vergiftung ausführen. Naja, aber ich weiß ja jetzt wenigstens, wie Zamtrios kämpft. Es ist daher jetzt nicht allzu problematisch mehr. Nein, alles läuft jetzt genauso wie geplant. Okay, als nächstes brauchen wir wieder Initiative. Ja, er plustert sich jetzt auf, jetzt ist er ein Kraftmonster. Also gut, Monsti, 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 Monsti. Poison Ivy jetzt hier rauszuholen in den Kampf ist zwar ein bisschen gefährlich. Aber notwendig. Gut, wir haben schon mal einen Teil zerstört. Ob ein Degen jetzt, er sagt, das Wahre ist, um die Beine anzugreifen? Oder den Bauch? Weiß ich nicht. Aber wir versuchen es. Oh, jetzt kommt das eisige Gas auch schon wieder. Oh, ist das widerlich. Ah, alles ist so gefroren, es ist schwer, richtig Pfote fassen zu können. Aber jetzt kommt Aiulia. Das Ganze haben wir schon vorgelesen. Aiulia und Frostfang. Ach, dann wird sie... Oh, nein, 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 nein. Wir haben viel zu wenig... Leben. Und ausgerechnet, jetzt geht er wieder auf Kraft. Technik. Okay, Frostfang.
Genialer Angriff. Jetzt würde ich ihn auch zu gerne haben. Moment, was war das jetzt eben? Er ist jetzt wieder auf Technik spezialisiert. Also brauchen wir jetzt wieder Kraft. Tja, ist immerhin besser als nichts, was wir jetzt hier machen können. Bloß die Sache mit dem Atemkampf ist nicht meins. Verdammt, ich hätte anders halten sollen. Ja, ich hätte verdammt nochmal den Control-Stick anders halten müssen. Oder vielleicht in die andere Richtung drehen sollen. Okay, der Eismantel. Ah, der verdammte Eismantel. Aber glücklicherweise, ja, Initiative. So kann es natürlich auch wieder mal weitergehen. Okay, right on. Hatte sie nicht eben noch einen Technikangriff eingesetzt? Oder wollte sie nicht eben noch einen Technikangriff einsetzen? Okay, Zeit für eine doppelte Bindungsfertigkeit. Salto-Spritzer und Bodenzyklon. Aktivieren! Nur ein Königsludrov kann so gekonnt im Eis schwimmen. Naja, Schnee ist sowieso auch bloß gefrorenes Wasser. War allerdings keine schlechte Kombi. Okay, was war jetzt schon wieder? Jetzt ist er, glaube ich, wieder auf Technik spezialisiert. Und gleich wiederum wieder Kraft. Pussy, das jetzt sei niemand verletzt worden. Ja, dieses Mal. Vielen Dank, Ayulia. Wir hätten echt eine Klemme gesteckt, wenn du nicht gekommen wärst. Yay! So eine Technik wird auch jeder erlernen. Streicheln. Gut, neue Genslots wurden auch freigeschaltet und weitere Zamtrios-Materialien auch. Tja, weiter geht's. Pit opened up here too. Phew, that was a close one. Good thing Avinia showed up, huh, buddy? Yo, danke sehr, Ayulia. Sie ist keine Feline. That's how folks from Ahana say hi. Good to see you again, Avinia. Oh, I see. It's been a while, huh? And Frostfang, old pal, you look like a million zenny. I never thought I'd run into you out here. Life is full of surprises. My name is Avinia. I'm a rider from Kuon Village. This is Anna and my new buddy. I met them while I was traveling around. It's been a wild adventure so far. We've been told there's a Wyverian here who can seal a monster's powers.
We'd really appreciate it if you could tell us where to find him. Seal a monster's powers? A Wyverian, huh? I might know him. Huh? Yeah, it's all Day-Day. So where's Pops been hanging out these days? Well, to be honest, I haven't seen him around here in a while. Are you kidding me? We came all the way here for nothing? Do you hope to control this Rathalos's power? Yeah, I mean, I guess so. I see. This monstie. Huh? Are you hungry, Naviru? It wasn't me! I'm not some mangy mutt with a bottomless pit for a stomach! Was it you, buddy? Was? Nein. Ina? I'd love to talk more. Why don't we go to my house for a bit? I'll whip you up something to eat. That's kind of you. Your house, that's in Kuon, right? Is the village all back to normal and rebuilt now? Well, I wouldn't exactly put it that way. But we're all working on it. Everyone came back to the village. That's great! Mm-hmm. I'm happy to hear that! Thanks. The village is this way. Let's go. Ja, lass uns mal gehen. Zu einer warmen Mahlzeit und dann sowieso auch noch zu einem Schmied. Ich will mal sehen, wie denn die Zamtrios-Teile miteinander kombinierbar sind. Und ja, Ayulia ist jetzt unsere Kumpanin. Wo müssen wir denn jetzt hin? Also eigentlich irgendwo hier längs. Aber andererseits dann wieder auch nicht. Ein Wetzfisch. Interessant. Auch gut, dass er sagt, dass hier nicht der Boden unter uns einbricht. Aber trotzdem knarzt das Eis doch ganz schön. Nun denn, wie dem auch sei, Dorf Kuan. Nächstes Reiseziel. Nächster Katzerwarnstand. Fuß des Lavina. Ich glaube, wir sind hier noch ein bisschen falsch. Ja, ich weiß nicht wieso, aber ich denke, wir sind hier noch ein bisschen falsch unterwegs. Okay, das da drüben sieht schon besser aus. Dann könnten wir es nochmal wagen, kurz in diesen Monsterbau reinzugehen. Na, jetzt, da wir sowieso ein bisschen Unterstützung haben, sind die weiteren Kämpfe ja auch ein bisschen einfacher. Ah, wen haben wir denn jetzt hier? Es ist dieses Mal kein Anjanav. Irgendetwas, was ich bisher nicht erkennen kann. Ich denke, das könnte ein Zamtrios-Ei gewesen sein. Das hatten wir schon mal. Okay, noch ein Versuch. Tja, jetzt sind die Eier weg und Rudi ist wach. Naja, die Sache mit Zamtrios war jetzt sowieso auch noch ein bisschen mehr Anstrengung gewesen, als was wir es eigentlich haben wollten. Ein gefrorenes Pflanzenfresserei. Ja, die Elche, die Elche. Ihr seid's auf jeden Fall. Aber ja, ein wunderbar schönes Schneegebiet. Und wir haben das Dorf Kuan erreicht. Dann brüten wir gleich erstmal unsere Eier aus. Oh, schön mit Tannenbaum.
und mit Katzavan stand. Nicht zu vergessen, der Tannenbaum. Allzu lange hin, bis Weihnachten ist er ja sowieso nicht mehr. Ich wette, du bist auch hungrig. Komm zu meinem Haus. Also zuallererst würde ich jetzt mal zum Katzavan-Stand hin. Hallo. Katzavan-Stand aktivieren. Einmal kurz abspeichern. Und wieder mal heißt es, sicher ist sicher. So, wo ist denn jetzt der Schmied? Wir haben ihn doch irgendwo hier eben gesehen. Ah, der Schmied. Die Zamtrios-Rüstung sieht nett aus. Ich habe allerdings keine Ahnung, woher wir diese Legierungsrüstung haben. Ah, durch das Drachenit-Erz. Ach, und das war kein Yagi, es war ein Buggy. Also es wäre, sag jetzt, schon wirklich ziemlich verlockend, diese Zamtrios-Rüstung zu bauen. Aber lieber nicht. Schwierig. Ich denke mal, ich behalte erstmal meine Waffen. Warte mal, wenn wir jetzt schon mal hier sind, wo ist das Questboard? Gleich hier drüben. Mal sehen, was haben wir hier? 3 Lochdonuts? Ist gleich beendet. Dann noch Paritos Überlieferung. Dann ein Kircherwacher. Noch mehr Donuts. Kongalala. Gypseros. Gut für die Wartenden. Buggy. Naja, zuallererst würde ich zu gerne meine Monstis mal ausbrüten. Noloska. Heißer Nebel. Wieso gibt es hier nirgends Stallung? Okay, das wird auf jeden Fall das Haus des Ältesten des Dorfes hier sein. Aber wo sind hier die Stallung? Warte mal, was ist das da drüben? Sind wir hier schon richtig? Nein, das nehmen wir links. Die Melinks GmbH. Das wäre sag auch gut. Stallung Entwurf Nummer 3. Nicht übel. Auch nicht übel. Gewöhnungsbedürftig. Noch mehr gewöhnungsbedürftig. Das war also eine Kicherwacher-Rüstung. Interessanterweise haben wir den noch nicht gesehen. Aber hey, wir haben sowieso auch erst angefangen. Und sind hier die Stallung? Wings of Ruin. So you're telling me Ratha here is behind all these strange happenings lately?
No way! I don't believe that! I'll admit, it kinda looks like the Rathalos from the legend, though. If you didn't believe it, why do you want to find a way to suppress its power? Well, you see, I didn't come across you by chance, you know. Huh? Frostfang sensed something. I followed him, and that's how I found you. We still don't know what kind of power Ratha holds. We must understand what it was that Guardian Ratha wanted to bestow on us. I see. So you want to understand what Ratha is capable of? Exactly! Say, Avinia, mind letting us stay here for a while? Sorry, what? Please let us stay in Kuan Village! Only until we find old Day-Day! Please. It's imperative that we speak with him. Fine then. If you can promise not to inconvenience anyone in the village. There's another pit over on snow-clad Mount Lavina. That strange light was seen coming from there. It has unsettled everyone in Kuan. People are worried that our village might be destroyed again. Again? You lost your village before? Have you heard about the Black Blight? I have. The ecosystem became unbalanced, giving rise to the Black Blight, which sent monsters into a rage. Well, my village was blighted into nothingness. I'm so sorry to hear that. Avinia, don't worry. We won't be causing any trouble. Promise. But if trouble just happens to strike, we'll step in to help. Isn't that right, buddy? Ja, wir sind bereit. Thanks. You arrived at a good time, actually. There's something I wanted to discuss with a fellow rider. Would you mind lending me a hand? A paw in my case, but sure thing. Great. But first, please go say hi to the village chief. Got it! Tja, meinetwegen. Aber das Haus des Oberhaupts liegt auf der südlichen Seite des Dorfes. Ja, das wissen wir, aber wo ist er, sagt hier, der Stall? Okay, das war, sagt, das Haus von Ayulia. Aber abgesehen von der Melinx GmbH, haben wir jetzt hier rein gar nichts gesehen, was er, sagt, darauf schließen lassen würde, dass wir auch Monstis ausbrüten können. Tja, wir haben die Melinx GmbH gefunden. Wir haben einen Schmied, eine Händlerin. Warte, jetzt haben wir die Stallung gefunden. Gut, dann wollen wir doch mal kurz mal schauen, was für Eier wir hier haben. Also ein leichtes Monster-Ei, das erste, was wir hier im Loska-Gebiet aus einem Nest gestohlen haben. Ein Lagombi. Ja. Nicht gerade das, was wir haben wollten. Das hier wiederum hatten wir aus einem seltenen Monsterbau. Ein Barov. Diese Monster kenne ich ja eigentlich auch bloß aus Wüsten. Wasserboost. Tja, und hier werden wir sicher einen Elch rauskriegen. Oder Pepe. Ist ein Elch. Tja, nicht gerade das, was ich jetzt haben wollte. Naja, aber die neuen Monstis könnten sicherlich dann... Aber warte mal, wo ist denn Elsack jetzt der Barov abgeblieben?
Tja, machen wir einfach jetzt mal Venom ein bisschen umfangreicher. So. Bis jetzt haben wir hier wirklich nichts weiter als Techniken und Geschwindigkeit. Haben wir hier vielleicht ein bisschen Kraft noch? Geschwindigkeit, Kraft. Nein, wir haben bis jetzt hier wirklich bloß Techniken zur Verfügung. Dass wir aber wirklich viel zu wenig Angriffstechniken hier haben. Naja, wir könnten es okay die Fähigkeit verbessern, aber ich wüsste jetzt nicht, dass mir das was bringen sollte, würde. Und ansonsten haben wir bloß hier noch ein paar Gene, die nur dafür geeignet sind, um, naja, Boni zu erhalten. Durchnässtes Wasser wäre jetzt natürlich auch passend, aber nein. Naja, das wäre allerdings was. Das Schneegesicht. So könnten wir immerhin Venom ein bisschen, naja, umfangreicher gestalten. Nun denn, wie sieht's hier aus? Kraft. Kraft. Technik. Kraft. Wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, schwierig, schwierig, schwierig jetzt. Tja, was könnten wir hier jetzt am besten machen? Also ich nehme erstmal den Groß-Yagi rein. Vielleicht könnte uns dabei helfen, ein paar giftige Techniken für irgendein anderes Monster zu erlernen. Okay, Poison Ivy hat jetzt schon mal den Flammensprenger erlernt. Tja, ist allerdings immer noch nicht das, was ich gerne hätte. Okay,
Okay, dann machen wir es doch erstmal anders. Wir werden erstmal unsere aktuellen Monstis wieder so im Team haben, wie wir es eben hatten. Rocky, du kommst erst einmal wieder zurück. Black, du bleibst drinnen. Ebenso auch wieder Res. Na schön, dann wird jetzt hier an der Stelle gleich erstmal beim Katzerwarnstand das Ganze, was wir jetzt hier gemacht haben, beendet. Und im nächsten Part, ja, sprechen wir mit dem Oberhaupt des Dorfes Kuan. Und dann begeben wir uns wohl höchstwahrscheinlich zum Berg Lavina. Um dort dem mysteriösen roten Licht des Zorns auf der Spur zu gehen. Bis dann, sagt er mal. Bis dann und ciao.